Das ist ja gar nichts. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. Feuer frei! Entsiegelt und klar. Die Schilde sind unten. Feuer frei! Feuer frei! Ich bin dran. Das waren Sarens Männer. Das war's. Wir haben sie alle gemacht. Ich flicke sie wieder zusammen. Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Verschwinden Sie. Ich will mich nicht unterhalten. Allianzmilitär. Ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadellsicherheit. Der größte Fehler meines Lebens. Harkin, richtig? Ich hörte, Sie können mir helfen, jemanden zu finden. Einen Officer von der Zitadellsicherheit namens Garrus. Garrus? Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Gibt es etwas, das ich über den Captain wissen sollte? Der Captain war früher ein Spectre. Das wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Sie sagten, Sie hätten alles vertuscht. Wie haben Sie davon erfahren? Ich arbeite seit 20 Jahren hier auf der Zitadelle. Die Leute auf dieser Station reden gern. Geheimnisse sind wie Herpes. Wenn man sie einmal hat, kann man sie auch gleich verbreiten. Warum haben Sie ihn rausgeworfen? Das müssen Sie ihn fragen. Die Details kenne ich nicht, aber es ist eine gute Geschichte. Der Fall des Helden, die klassische Tragödie. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist. Garrus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Wie gut kennen Sie Captain Anderson? Bin ihm im Lauf der Zeit ein paar Mal begegnet. Ist einer dieser hartgesottenen Militärs. Ja, Sir! Nein, Sir! Mit dem Stock im Hintern kann man keinen Spaß haben, Sir! Wahrscheinlich wurde er deshalb so schnell befördert. Das Militär liebt Arschkriecher. Wie ist es, für die Zitadellsicherheit zu arbeiten? Sie meinen, wie es war. Der Exekutor hat mich ohne Soll suspendiert. Wiederholte Verfehlungen. Die Zitadellsicherheit hat eine Akte über mich. Können Sie das glauben? Jeder Fehler, den ich machte, wurde aufgeschrieben. Etwas hart mit einem Verdächtigen umgesprungen? Ein Vermerk. Ein paar Drinks im Dienst genommen? Ein Vermerk. Einem Dealer ein paar Credits abgenommen, ein Vermerk. Das ist eine widerliche Hexenjagd.
Was wissen Sie über Garrus? Ein verdammter Hitzkopf ist das. Er denkt immer noch, er könnte die Welt retten. Legt sich ständig mit dem Executor an. Er wird da schon bald büßen müssen. Der Executor liebt es, uns niederes Volk zurechtzustutzen. Sehen Sie nur, was er mit mir gemacht hat. Ich verschwinde. Ja, gut, gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Die Hinterzimmer sind privat, reserviert für Fist und seine Freunde. Wer ist Fist? Ihm gehört dieser Club, aber die Kunden müssen vorn bleiben. Auf Wiedersehen. Viel Spaß im Club. Warum hat Captain Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Vielleicht stimmt es nicht. Harkin ist ein Arsch. Ich wette, der spielt nur mit uns. Vermutlich haben Sie recht. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund und wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Schilde sind unten. Sicher. Alle wieder zusammengeflickt. Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Sie haben ihn sauber getroffen. Manchmal hat man Glück. Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Warum haben Sie sie bedroht? Für wen arbeiten Sie? Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Hat das irgendetwas mit den Nachforschungen in Bezug auf Saren zu tun? Das könnte sein. Dr. Michel, erzählen Sie uns, was passiert ist. Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Wo ist sie jetzt? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Was können Sie mir sonst noch über die Quarianerin sagen? Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Sie hat... Augenblick! Geht! Ihre Informationen hatten etwas mit den Geht zu tun. Sie muss Saren mit den Geht in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie.
Ich komme mit Ihnen. Willkommen an Bord, Garrus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen korganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben von ihm gehört. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen. Los geht's. Das ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die Volus werden sich direkt an ihre... Nein. Ich warte... Commander? Nein. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen.
Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Zeugen haben ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es versuchen. Nur weiter. Raus hier! Kenne ich Sie? Ich heiße Shepard. Ich suche Fist. Dachte, Sie wollten vielleicht mit. Shepard? Commander Shepard? Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Wir sind beide Kämpfer, Shepard. Ich gebe Ihnen respekthalber genügend Warnung. Ich bringe Fist um. Fist weiß, dass Sie kommen. Gemeinsam haben wir bessere Karten. Mein Volk hat ein Sprichwort. Finde den Feind deines Feindes und du findest einen Freund. Sie kommen also in mein Team, Brax. Gehen wir. Fist soll nicht warten. Okay, Jalit. Lassen. Hey da! Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Was wollen Sie hier? Ich bin Jalit. Ich bin hierher gekommen, um die Behörden um Hilfe zu bitten. Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Sagen Sie mir, wo er ist, und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Korban? Das ist der Kerl, der wollte, dass wir die Keeper scannen. Die Keeper? Das ist noch ein guter Grund, ihn ausfindig zu machen. Das verstößt gegen die Gesetze. Ich werde mich gleich darum kümmern. Mal sehen, was er so vorhat. Was Korban betrifft, ist dieser Tage alles möglich. Also, viel Glück!